hält das Training auf nüchternem Magen überhaupt, was es verspricht? Ist es überhaupt gut? Hilft es uns wirklich? Ziel: längere Energiegewinnung, gerade im Ausdauersport. Klar, wird trotz erster Symptome weiter trainiert, drohen starke Kopfschmerzen oder sogar Sprach- und Sehstörungen. Für die einen von uns ist es undenkbar, andere Sportler schwören auf diesen ihr absoluten Expertentipp. Sind Sie gerade auf der Suche nach neuen Trainingsmöglichkeiten, die die Leistung steigern oder das eine oder andere Kilo zusätzlich verbrennen sollen, gerade den Fettstoffwechsel trainieren sollen, dann könnte nüchtern Training für Sie genau das Richtige sein. Profitiert unser Fettstoffwechsel und nehmen wir schneller ab, wenn wir auf leerem Magen Sport treiben? Und ist diese Variante nüchtern Training für jeden absolut unbedenklich? Wie gut ist so ein Jahr Trendtraining wirklich, wenn man mal aus rein medizinischer, ärztlicher Sicht darauf schaut und auch Studien auswertet? Woher kommt die Energie, wenn wir vorher stundenlang nichts gegessen haben? Das sind einige der Fragen, die ich gleich im Video jetzt einmal kläre. Zuerst schauen wir uns jetzt aber einmal an, was das Nüchterntraining überhaupt ist. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Krankheitsbilder, Symptome, aber auch Themen wie Sport, Ausdauertraining. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Prinzipiell existiert die Idee des Nüchterntrainings ja schon seit Jahrzehnten und wir machen Sport, bevor wir durch das Frühstück neue Energie zu uns genommen haben. Das ist ja die Idee. Für einige von uns ist das problemlos möglich, die machen das gerne, stehen auf, ziehen die Joggingschuhe an, gehen direkt joggen. Anderen fällt das hingegen schwer, die müssen erstmal was essen vorher, wach werden, Kaffee trinken, was in den Magen bekommen, bevor überhaupt an Sport zu denken ist. Der Grundgedanke hinter Nüchterntraining, warum das auch ja oft empfohlen wird, ist erst einmal der Einleuchten, die Idee dahinter. Und die greift auch, wenn wir egal zu welcher Zeit für 4 bis 6 Stunden keine Kalorien zu uns nehmen. Also es muss nicht nur morgens sein, wir können sozusagen auch abends ein Nüchterntraining machen. 4 bis 6 Stunden aber keine Kalorien zu uns nehmen. Da das während der Nacht natürlich besonders oder besser möglich ist, sind unsere Kohlenhydratspeicher morgens nicht mehr vollständig gefüllt. Beim Sport werden die aber angeblich ja zuerst angezapft, bevor Fett verbrennt wird, so zumindest die Theorie. Wenn wir jetzt also mit halbvollen Kohlenhydratspeichern Sport machen, sollte, so der Gedanke, die Fettverbrennung ja prinzipiell früher einsetzen, um das Energievakuum zu füllen. Problem Nummer 1, die Größe des Kohlenhydratspeichers. Da kommt allerdings direkt das erste Problem der Theorie auf uns zu, denn unsere Kohlenhydratspeicher sind wesentlich größer, als wir häufig denken. Und außerdem verbrauchen wir nachts, wir verbrauchen da zwar auch Energie, aber oftmals weniger, als wir vielleicht annehmen. Und die Kohlenhydrate reichen dafür oft aus. Und das führt dann dazu, dass selbst nicht mehr vollständig gefüllte Speicher locker ausreichen, um mal eben eine Runde laufen zu gehen. Bei Langstreckenläufen sieht das natürlich wieder ganz anders aus, aber die würde man als erfahrener Sportler dann auch nie auf leerem Magen zum Beispiel angehen, zumindest nicht so ab Kilometer 20, 25, 30. Wir kommen also unterm Strich gar nicht an unsere Reserven und dementsprechend reicht Training auf nüchternem Magen auch allein nicht aus, um mehr Fett zu verbrennen als bei anderen Trainingsmethoden. Trotzdem versprechen sich insbesondere ehrgeizige Sportler noch weitere Vorteile des nüchternen Trainings. Nicht umsonst hält sich diese Idee ja auch schon sehr lange, wird oft empfohlen, liest man in vielen Laufbüchern etc. Der erste Vorteil ist die angebliche Vergrößerung des Kohlenhydratspeichers, der besonders für Ausdauersportler natürlich dazu führt, dass sie leistungsfähiger werden, mehr Energie haben für eine längere Dauer. Marathonläufer beispielsweise profitieren ungemein von den größeren Energiereserven. Die Frage ist jetzt allerdings, ob sich die Speicher denn vergrößern, ob das wirklich stattfindet. Wir kommen gleich darauf zurück, darauf gehe ich gleich ein, wie die Beweislage dafür aussieht. Vorher noch einen zweiten Vorteil, über den wir jetzt kurz einmal reden müssen. Das ist nämlich die bereits angesprochene, erhoffte Verbesserung des Fettstoffwechsels. Also das heißt, Energie durch Fettverbrennung zu gewinnen. Das sagt die Forschung. Zurück zur Idee einmal. Nüchtern trainieren kurbelt den Fettstoffwechsel an. Ein höherer Fettstoffwechsel verbessert zwar die aerobe Ausdauer, führt aber nicht automatisch zu einem Gewichtsverlust. Ganz wichtig zu wissen. Ziel: längere Energiegewinnung, gerade im Ausdauersport.
klar. Natürlich verbrennt Nüchtern-Training auch Kalorien. Die Kilos purzeln aber erst, wenn die Kalorienbilanz negativ ist. Kaloriendefizit. Soweit ist die Idee klar und auch schlüssig. Nun zum aktuellen Stand der Forschung einmal. Wir wissen es nicht, muss man sagen. Zum aktuellen Zeitpunkt jetzt konnte keine Studie endgültig belegen, dass Nüchtern-Training diese Vorteile, die ich gerade genannt habe, auch tatsächlich auslöst, dass das tatsächlich stattfindet, was ich gerade gesagt habe. Es gibt zwar Studien, die Vorteile nahelegen, wiederum auch Studien, die keine eindeutige Verbesserung des Fettstoffwechsels beobachten. Gleichzeitig kann ich aber auch Entwarnung geben, auch wichtig, dass Nüchtern-Training nicht dazu führt, dass die benötigte Energie aus den Muskelzellen gezogen wird und dadurch Muskeln abgebaut werden, ist ja auch oft eine Befürchtung, oft ein Grund, der dagegen spricht, wenn man sagt, dann mach kein Nüchtern-Training, weil dann verbrauchst du oder baust du deine ganzen Muskeln ab. Zumindest nicht, solange das Training nicht zu intensiv ist und sie besonders lange trainieren, das sollte man natürlich nicht. Und danach gerade auch wieder zum Beispiel einen Proteinshake essen oder Proteine zu sich nehmen direkt nach dem Training. Das ist auch immer ganz wichtig. Falls Sie doch mal sehr lange trainieren, vielleicht viel länger joggen gehen, als Sie es gewohnt sind, dann kann es natürlich tatsächlich vorkommen, dass die Speicher leer laufen und neue Energie durch den Abbau dann von Proteinen zum Beispiel freigesetzt wird. Bevor es allerdings dazu kommt, setzt bei uns Hobbyathleten ein Leistungstief ein, das relativ deutlich macht, dass wir das Training an dieser Stelle besser beenden sollten. Deshalb sollte ein sinnvolles Nüchtern-Training so maximal 90 Minuten dauern und dabei auch keine allzu hohe Belastung haben, also so im GR1-Bereich, im aeroben Bereich. Die Kohlenhydratspeicher, auch Glykogenspeicher genannt, versorgen nämlich auch das Gehirn. Und wenn diese zu leer sind, nimmt das Gehirn zwar keinen Schaden, klar, aber es kann zu Konzentrationsstörungen kommen, kann ein bisschen schwindelig vielleicht werden, man wird unaufmerksam, was bei Läufen im Wald oder auch Mountainbike-Touren natürlich schnell auch mal mit einer Verletzung enden kann. Gleichzeitig sollte das Training dann auch nicht in verkehrsreichen Gebieten zum Beispiel stattfinden, denn im Laufe zu lange Einheiten werden sie zwangsläufig unaufmerksamer. Das wissen wir und das passiert gerade dann, wenn wir nüchtern Training machen. Denn genau diese langen Einheiten, die sorgen dafür, dass sie auf Dauer unterzuckern. Erste Anzeichen dafür sind Schwitzen, Herzrasen, Blässe im Gesicht, plötzlich Heißhungerattacken, die auch schon während der Trainingseinheit auftreten. Man spricht hier auch im Extremfall von sogenannten Hungerast. Außerdem kommt es zu geweiteten Pupillen und auch einem leichten Zittern zum Beispiel. Nicht all diese Symptome können bei Ihnen auftreten, kann man auch selbst nicht alle immer erkennen. Deswegen kann es vor allem bei geplanten intensiven Trainingseinheiten, gerade bei einem HIIT-Training, wenn man Intervalltraining macht etc. sinnvoll sein, einen Trainingspartner zum Beispiel dabei zu haben. Wird trotz erster Symptome weiter trainiert, drohen starke Kopfschmerzen oder sogar Sprach- und Sehstörungen, vielleicht schon mal gemerkt, wie einem dann dunkel vor den Augen wird etc. Generell hartes, intensives Training nicht im nüchternen Zustand. Lockeres Grundlagentraining hingegen gerne im nüchternen Zustand. GR1-Training nüchtern machen. Und nun noch zwei Tipps. Erstens, am besten am Abend vorher keine Kohlenhydrate essen, damit morgens wirklich der Kohlenhydratspeicher komplett leer ist. Ich hatte ja gerade was gesagt über die Größe unserer Kohlenhydratspeicher. Und zweitens, wer es braucht, trinken Sie eine Tasse Kaffee, um den Stoffwechsel in Fahrt zu bringen. Ich selber trinke vorab immer nur ein halbes Glas Wasser. Das reicht mir, kein Kaffee, nichts anderes. Und danach laufe ich so meine 60, 90 Minuten. So funktioniert der Glykogenspeicher. Um zu schauen, warum diese Symptome, die genannt gerade, auftreten, müssen wir einmal genauer darauf schauen, wie der Energiestoffwechsel beim Sport überhaupt funktioniert, wenn man auf leeren Magen trainiert. Denn eigentlich besitzen wir sogar zwei Speicher für Glykogen im Körper. Einen in der Leber und einen in der Muskulatur. Das Leberglykogen sorgt für einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel und ist damit auch für die Versorgung des Gehirns, auch der roten Blutkörperchen, der Nervenzellen zuständig. Der Speicher ist nahezu leer, wenn man in nüchternem Zustand trainiert. Also morgens beim Aufwachen ist dieser Speicher quasi leer. Natürlich wird der Körper mit der Zeit leistungsfähiger, doch ob das Nüchterntraining dabei hilft oder vielleicht sogar hemmt, kann aktuell tatsächlich nicht sicher gesagt werden. Damit unser Gehirn aber trotzdem versorgt ist, auch wenn wir die Energie vorrangig für das Training verbrauchen, zwingen wir den Körper in eine Notsituation, Ketonkörper abzubauen, um daraus die Energie zu ziehen. Ketonkörper entstehen bei der Fettverbrennung in der Leber, allerdings dann nur, wenn wir an Kohlenhydrat
einen Mangel haben, also an Kohlenhydraten leiden, wenn wir zu wenig davon haben. Und diese Situation können wir durch das Nüchtern-Training also gezielt hervorrufen, um die Fettverbrennung in der Leber zu steigern. Und gleichzeitig ist diese Art der Energiegewinnung aber sehr aufwendig, belastet den Körper stark und ist wenig effizient, muss man sagen. Zusammen mit den möglichen Risiken, die Nüchtern-Training mit sich bringt und den wenigen Studien, die überhaupt eine Verbesserung messbar oder messen konnten, sollten Sie selbst entscheiden, ob Sie Nüchtern-Training machen oder ob Sie das nicht machen. Für wen eignet es sich? Und wenn Sie für sich diese Entscheidung getroffen haben, schauen wir jetzt noch einmal medizinisch darauf, ob sich das Nüchtern-Training überhaupt für Sie lohnt, wenn Sie es machen wollen. Denn bei einem sind sich alle Experten einig. Nüchtern-Training sollte wirklich nur von erfahrenen Sportlern durchgeführt werden, die jahrelang Erfahrung mit Ausdauertraining haben, ihren Körper auch ganz gut kennen, Trainingsbelastung einschätzen können. Das heißt, wenn Sie anfangen zu joggen, weil Sie abnehmen wollen zum Beispiel, dann beginnen Sie nicht bitte mit Nüchtern-Training. Falls Sie jetzt damit anfangen wollen, weil Sie schon länger laufen, empfehle ich höchstens eine Trainingsdauer so von 30 bis 40, 45 Minuten und rate Ihnen, mit dem Radfahren zum Beispiel einzusteigen. Hier ist die Intensität gut steuerbar und Sie können sich zur Not der ein bisschen Verpflegung auch mitnehmen, falls wirklich das Risiko der Unterzuckerung droht oder an sich zum Beispiel Sie Konzentrationsschwierigkeiten feststellen. Ansonsten wichtig, sollten Sie sehr genau auf Ihren Körper hören. Einigen macht es überhaupt nichts aus, morgens auf leeren Magen zu trainieren. Wenn man das schon jahrelang macht, ist es der Körper gewohnt. Andere können sich auch nach Monaten noch nicht daran gewöhnen. Dem wird einfach immer wieder schwindelig vielleicht, immer wieder Konzentrationsschwäche. Die brauchen einfach vorher was zu essen. Und dann ist es besser, auf den Körper zu hören und Nüchtern-Training durch eine für sie bessere, funktionierende Trainingsart zu ersetzen. Wir haben ja auch gerade gehört, dass es sowieso nicht das absolute Nonplusultra des Trainings ist und letztlich ist keine klare wissenschaftlichen Beleg dafür. Also im Zweifel lassen Sie es. Für den gelegentlichen Läufer muss ich an dieser Stelle sogar vom Nüchtern-Training abraten. Natürlich kann man den Körper bis zu einem gewissen Punkt auch an die Belastung des Nüchtern-Trainings gewöhnen, aber die Gefahr, sich zu überschätzen, Symptome zu bekommen von einer Unterzuckerung etc., die sind zu groß und bei Überlastung drohen nicht nur der Leistungseinbruch, sondern auch eine erhöhte Infektanfälligkeit und eine verlängerte Regenerationszeit. Und letztlich ist es ja wichtig, eher wieder zu laufen und in ein paar Tagen wieder zu laufen, statt einmal nüchtern ganz lange zu laufen und dann irgendwie für die nächsten zwei Wochen platt zu sein und auch gar keine Lust mehr zu haben. Wenn Sie tatsächlich auf der Suche nach neuen Trainingsmethoden sind, ist vielleicht das High-Intensity-Intervall-Training was für Sie, vor allem wenn Sie unter der Woche sowieso wenig Zeit haben, damit spart man nämlich ein bisschen Zeit. Und hier in diesem Video bin ich einmal auf die Vor- und Nachteile des HIIT-Trainings eingegangen, kläre ich darüber auf, auch wie so ein HIIT-Trainingsplan zum Beispiel aussieht. Und warum schwören dann Top-Athleten wie zum Beispiel Jan Frodeno, Triathlet oder auch Arne Gabius auf Nüchtern-Training? Die machen das ja. Warum machen die das? Hier sollte sehr deutlich differenziert werden. Das ist mir nochmal wichtig jetzt zu sagen. Ein Profiathlet wie jetzt Jan Frodeno hat bereits jegliche Art von Leistungsoptimierung durch sein Training, seine Ernährung, seinen allgemeinen Lebensstil, hat er voll ausgereizt, alles optimiert. Und durch Nüchtern-Training versucht Jan Frodeno seinem bereits absolut optimierten Körper noch einen weiteren Reiz zu einer möglichen Verbesserung zu liefern. Es geht ja letztlich immer wieder darum, neue Reize zu geben, immer wieder neue Reize. Und hierzu gibt es nichtsdestotrotz keinerlei wissenschaftliche Belege, wie gesagt, dass das wirklich sinnvoll ist. Aber ein Topsportler wie Jan Frodeno kann ganz anders mit der Belastung des Nüchtern-Trainings natürlich umgehen, als der durchschnittliche Amateur-Ausdauersportler, Sportlerin. So, und wer mich jetzt fragt, ja, ich mache Nüchternläufe ein- bis zweimal pro Woche, das mache ich schon seit Jahren, wie so ein Dieselmotor, aber ich wechsle das Training auch immer, das ist halt wichtig, mal ein HIIT-Training, mal lange Einheiten, mal kurze Einheiten, mal auf dem Berg laufen, so wie man gerade Lust hat. Letztlich geht es darum, regelmäßig zu laufen, weil das gut für den eigenen Körper ist. Wenn Sie Anmerkungen haben, Tipps haben, schreiben Sie gerne in die Kommentarzeilen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.